Wenn es um die Europaregion geht, dann geht es immer auch um Zukunft, Jugend, Autonomie und Beteiligung in einem europäischen, grenzüberschreitenden Zusammenhang. Das ist auch der Grund, warum die Europaregion mit der Trentiner Stiftung Alcide De Gasperi zusammenarbeitet, dessen Direktor Professor Giuseppe Zorzi ist. Die Stiftung widmet sich dem Denken der politischen Haltung und den Werten von De Gasperi als Vater der italienischen Republik, als Vater der Trentiner Autonomie und als einer der Väter Europas. Die Stiftung fragt sich auch, was von ihm heute noch für einen 18-jährigen Europäer aktuell ist. Es war schon immer Giuseppe Zorzis Leidenschaft, sich um die Bildung der jungen Generationen zu kümmern. Er ist nun Koordinator des Schüler- und Lehreraustausches zwischen 5 Trentiner und Tiroler Oberschulen und reist selbst als Dozent zwischen diesen beiden Ländern hin und her. Man versucht, das Beste aus jeder Umgebung, in der man lehrt, herauszuholen. Die eher anglosächsisch ausgerichtete Methodik der Tiroler Studenten hilft direkt zum Punkt zu kommen und einen Aktualitätsbezug zu finden. Der eher klassische Ansatz der Trentiner Studenten hat seinen Fokus in der Fähigkeit, Dinge aus einem historisch-kritischen Punkt zu kontextualisieren. In diesem Umfeld ist die Idee zur Euregio Akademie entstanden. Es handelt sich um ein Bildungsprogramm, bei dem 60 Studenten die Möglichkeit haben, an Seminaren höchster Qualität teilzunehmen und sich mit den wichtigsten Thematiken der Europaregion von morgen auseinanderzusetzen. Es geht zunächst darum, ein neues Bewusstsein zwischen den Nachbarn im Norden und im Süden zu schaffen. Es geht also darum, einen Prozess zu starten, der Beziehungen zwischen den Gemeinden ermöglicht, nicht nur durch die Politiker, mit so tiefen Wurzeln, dass in den nächsten Jahren noch einmal eine Werkstatt von Good Practice und Zusammenarbeit für das ganze Europa wird. Die Euregio Akademie findet an verschiedenen Zeitpunkten im Jahr statt. Die Teilnehmer reisen nach Trient, Bozen und Alpbach und nehmen am Europäischen Forum Alpbach sowie an einer Reise nach Straßburg teil. Die ersten Seminare haben im Dezember in Trient stattgefunden. Das Schönste war das Klima, das sich in kurzer Zeit zwischen den Studenten und den Referenten entwickelt hat. Man könnte sagen, ein Stück von dem Europa, das wir uns wünschen. Dieser erste Seminarzyklus ist nun bereits abgeschlossen. Die jungen Bürger und Bürgerinnen konnten Gemeinsamkeiten und Vielfalt in der Geschichte der Europaregion entdecken, aber auch die großen Herausforderungen kennenlernen, die die Zukunft für sie bereithält. Und was denkt Giuseppe Zorzi darüber? Meine beiden Großväter haben im Ersten Weltkrieg an verschiedenen Fronten gekämpft. Einer in Galizien bei den Kaiserjägern, der zweite in Venetien mit den Italienern. Wenn Sie mich heute vom Himmel sehen würden, würden Sie Ihren Enkel in zwei verschiedenen Schulen in derselben Woche jenseits und diesseits des Brenners lehren, unterrichten sehen. Und ich glaube, Sie wären glücklich damit. Dieses Erbe müssen wir nicht nur beschützen, sondern auch wertschätzen und nutzen, ohne Nationalismus und Abkapselung in der Auseinandersetzung mit dem Besten von Europa und der ganzen Welt. Das ist die größte Herausforderung der Euregio. Professor Zorzi ist neugierig, wie die nächsten Treffen aussehen werden. Mit der Euregio Akademie hofft er, etwas dafür tun zu können, dass sich die Jugend der drei Länder überall in dieser von Bergen umgebenen Region zu Hause fühlen, dass sie wissen, wo ihre Wurzeln liegen, sich aber immer einen offenen Blick in Richtung Europa bewahren.